Zeug. Gulp. Ja, ich ziel jetzt einfach mal. Bams! Tja, Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar zu Turok Dinosaur Hunter. Ich habe das Spiel, ich glaube schon mittlerweile 3 oder 4 Wochen auf Platte. Ich wollte es die ganze Zeit spielen. Ich hatte mir eigentlich erst überlegt, ob ich das vielleicht sogar in einem Stream spiele. Aber ich glaube, die richtige Entscheidung ist, daraus ein Let's Play zu machen. Weil dann kann ich mich hier genau auf dieses Spiel einlassen. Und ich sage euch mal eins, ich habe dieses Spiel früher gespielt. Da war das Ganze ab 12. Da war ich auch 12. Und, aber es ist hier ganz anders, weil dieses Spiel ist ab 16 und ihr werdet auch herausfinden, warum das so ist. Weil das hier ist definitiv die Uncut-Version, alles andere war die gecuttete Version. Und dieses hier ist das Remake von Turok Dinosaur Hunter. Es steht zwar nicht Remake drin, es ist aber ein Remake. Und ich spiele hier, um das nur mal kurz zu veräußern, die Good Old Games Version. So, jetzt habe ich lange geredet. Das Menü hat sich ein klein wenig verändert. Ich möchte euch nur mal kurz zeigen, ich möchte dieses Spiel... Ja, ihr seht richtig, ich will das auf Hardcore probieren, weil ich habe das schon mal gespielt, da habe ich es auf Normal, glaube ich, gespielt oder so. Aber für mich ist das Jahrtausende her. Ich kann mich gerade noch so an das erste Level erinnern, aber alles, was dahinter kommt, also Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, ich glaube, es ging bis... 6? Ging das bis Level 6 oder ging es sogar bis Level 8? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon jedenfalls Jahrhunderte her. Jahrzehnte. Sagen wir mal lieber Jahrzehnte ist es her. Und ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wie das war. So, Spiel starten. Finde die Zentralruinen. Öffne Levelportale mit den Schlüsseln. Okay. Wir müssen also die Zentralruine finden. So, und da geht das Spiel auch schon los. Das ist eigentlich alles, was man so von der Story eigentlich sieht. Nämlich nicht viel. Ich kann das jetzt nur so zusammenreimen. Wir haben hier gemütlich an einem Feuerchen gesessen. Und plötzlich wurden wir zu was Höherem berufen, dass wir irgendwas aufhalten müssen. Okay, krabbel doch einfach mal da hoch, Äffchen. Ich wollte dir doch nichts Böses. So, und wie das zu der Zeit halt üblich war, wir laufen hier durch. Oh, da oben ist ja eine Pistole. Oh, mal sehen, oh, man sieht die Symbole so schlecht, weil ich da gerade mit meiner Cam drauf bin. Ist aber nicht so schlimm. Man verpasst da eigentlich nichts. Hauptsache, man sieht die Zahl da oben. Wie viel wir davon eingesammelt haben. Ich glaube, ich muss hier ins Wasser. Ah, gucke mal. Magazine. Haben wir also schon mal für die Pistole die Magazine gefunden. Und hier sieht man schon einen ganz großen Effekt, was natürlich hier bei der Neuauflage... ich sag mal, echt das Ganze aufwertet. Und zwar haben wir eine richtig schöne Wasserspiegelung. Das sieht richtig toll aus. Und der Lichteffekt, ich weiß nicht, ob man das hier... Doch, hier sieht man es leicht. Der, da war es eben zu sehen. Da sieht man es ganz gut. Der Lichteffekt ist auch sehr, sehr schön gelungen in der neuen Version. Und was halt hier auch noch ein bisschen anders ist, dass man viel, viel weiter gucken kann, als es in der Originalfassung üblich war. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Schwimmen wir mal hier rein. Ich drücke auch gerade mal so ein bisschen schneller die Tasten. So, und raus hier. So. Da haben wir jetzt die Luft geatmet. Und da ist auch schon die Pistole. Yippie! 40 Schuss. Ich sage schon 50. Dabei sind es erstmal 40. Gibt es hier noch irgendwas? Hier sind auf jeden Fall... ein paar von diesen schönen Symbolen. So. Ich will immer sagen, das sind die Triforce-Sachen. Kennen wir ja aus... anderen Spielen. Hä? Ach, da bist du! Ich war gerade schon... am Überlegen. Boah, was für eine Blutspur. Das war unser erster Gegner. Und zwar Truppen, die uns irgendwie angreifen. Menschen. In der Version ab 12... gab es die hier nicht. Die gab es zwar schon, aber das waren alles Roboter, weil
das sollte halt, ich weiß nicht, es war halt hier in Deutschland nicht so üblich, dass man Gewaltspiele so unbedingt hatte. Oh, guck dir das mal an. Die sind ganz schön schnell unterwegs. Na gut, hier ist jedenfalls der erste Schlüssel, den müssen wir einsammeln. Yippie! Level 2 Schlüssel gefunden. Und da sehen wir auch unseren wunderschönen Charakter. Jetzt möchte ich mal eben gerade hier gucken. Schlüssel. Im ersten Level sind natürlich ein paar mehr Schlüssel versteckt. Die müssen wir versuchen, alle zu finden. Und das ist so aufgebaut, warum auch immer das bei allen Turok-Teilen so ist. Im ersten Level findet man immer mehr Schlüssel. Das heißt, hier finden wir gleich erstmal 6, damit wir Level 2 und Level 3 öffnen können. Weil für Level 4 benötigen wir nämlich dann Schlüssel aus Level 2 und 3. Das ist also hier sehr, sehr schön gemacht. Und ich bin mal echt gespannt, wo uns die Reise hinführt. Und ich drücke mal auf Fortsetzen. Ach, und übrigens, das Spiel ist auf 60 FPS hochskaliert worden. Hochskaliert worden, das klingt falsch. Es ist halt jedenfalls ganz anders als früher. Und vor allen Dingen war es ein 4:3 Spiel und die Texturen waren sehr matschig. Mittlerweile ist es echt schön geworden. Cool. Sehr viele Magazine. Da kommt doch wer. Ha! Okay. Schöne Sterbanimation. Und da haben wir einen Rehkitz oder was das ist. Ha! Hilfe! Erschreck mich doch nicht so! Boah. Gleich erstmal 1000 Leben gefühlt verloren. So, das Ding. Ja, ich kann es abschießen. So war das nämlich. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Lebenspunkte wieder gekriegt. Die silbernen. Es gibt ein paar verschiedene Lebenssymbole. Ich gehe auch mal auf alle ein. So. Nur noch nicht gleich auf alle. Ich gehe mal weiter. Dieses Geräusch, was man da gehört hat, das ist, dass sich die Gegner wieder hin teleportieren. So viel kann ich schon mal verraten. Das könnte an manchen Stellen echt ein bisschen blöd werden. Stirb doch. Los. Kratz ab. Geht doch. So, da hinten ist noch einer. Ja. Der hat ein Fernglas, wie man sieht. Huah! Genauso wie der. Huah! Wir haben noch 104 Leben. Das ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Du kommst mir nicht zu nah. Huah! Boah, war das knapp gerade. Halleluja. Ist hier nicht noch irgendwer? Ich glaube nicht. Gut, dann springen wir mal hier hoch. Yippie. Da sieht man's. Da ist der Gegner gerade wiedergekommen. Natürlich trifft man die so beschissen. Was das Schöne an diesem Spiel hier ist, es hat immer noch ein Autovisier. Dieses Steuerkreuz, das Fadenkreuz konnte ich als Zusatzfunktion hinzuschalten. Das gab es früher nicht. Da musst du dir vorstellen, du bist einfach nur rumgelaufen und hast einfach geballert. Weil das war nämlich ein Spiel, was auch damals für den C64 rauskam. Ach so, Also Terra, ich glaube, ich höre gerade nicht richtig. Wie kommst du auf die Idee, da ein C64 rauszumachen? Das ist ein N64, du Depp! Au! Und da konntest du halt nicht so gut zielen. Und die haben es halt so gemacht, wenn man in die Richtung guckt, dass er die Gegner schon anvisiert. So. Oh Mist, ich habe keine Munition mehr. Okay, nehmen wir mal den Bogen. Was? Nochmal! Nein, das finde ich gar nicht gut. Nehmen wir mal das Messer. Okay. Messer ist eine verdammt schlechte Idee. Hä? Ist er tot? Wie fällt denn der aus? Hä? Na los, kratz doch mal ab. Alter. Wie viel Pfeile habe ich da gerade reingejagt? Ich habe leider nicht gezählt. Alter, waren das viele. Wir brauchen auf jeden Fall Munition. Und die finden wir auf jeden Fall. Hier haben wir noch ein paar von den Kreuzen. Ich finde, die sind richtig schön animiert. Also so richtig schön aufpoliert. Die glitzern richtig schön. So. Dann machen wir mal diese Tür da auf. Die fährt schon mal runter. Aber wir haben noch nicht alles eingesammelt. Was kommt denn jetzt schon wieder? Nee, ne? Schon wieder so ein Fetter. Na. Ein fetter Dino kommt schon wieder. Da muss ich doch irgendwie hochkommen.
Wie war denn das? Von hier? Hä? Warte. Ah, man muss es nur oft genug probieren, dann klappt es irgendwann. Ich brauch Muni! So. Zum Glück habe ich die hier schon gesichtet. Wo ist der Typ? Ah, hallo Typ! Lauf doch so schön im Kreis. So, die kann man damit wunderbar vernichten. Den hier muss ich mit der Pistole attackieren. Weil anders geht's nämlich nicht. Alter! Komm mal wieder klar! Der ist hyperaktiv. So wie der im Kreis läuft. Ah, schön. Endlich Ruhe. So. Und dann sammeln wir nochmal den Schlüssel Nummer 2 ein von Level 2. Okay, ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Ich dürfte eigentlich nichts vergessen haben. Ach ja, natürlich. Ah, das geht ja noch. So. 22 Schuss. Euer Ernst? Ich brauche mehr. Ah, hier. Meine Rufe wurden erhört. Okay. Ich habe schon wieder Schritte gehört. Ah, hier. Der erste Checkpoint. Diese Dinger hier, wenn man da durchläuft, da, wenn man mal sterben sollte, was wir ja hoffentlich nicht tun werden, kann man hier durchlaufen und dann starten wir wieder an dieser Stelle, wenn wir ein Leben verlieren. Ah, guck mal, da oben. Okay. Die Pistole ist sehr gut fürs Zielen geeignet. Fürs Ziel. Hä? Natürlich. Aua. Hat mich voll erwischt. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich höre was. Bei dem Turok 1 ist eine Besonderheit. Und zwar diese Portale, die sich hier öffnen. Die gibt es nur beim ersten Turok. In jedem Level, ich weiß es nicht mehr, wie viel unterschiedliche es gibt. Ich weiß, beim ersten Level gibt es zwei verschiedene davon. Und einer davon ist dieser Weg hier. Und hepp! Und hepp! Und hepp! Ha! Der schmeißt erstmal richtig schick mit Granaten. Bisschen in Irre. Da ist was Schönes. Was ist das? Irgendwas ist das. Ich weiß es jetzt gerade leider nicht. Da hinten ist noch einer. Wie weit man jetzt hier einfach gucken kann. Das ist richtig schick. Was ist das? Rucksack. Okay. Ist ja schön, dass wir einen Rucksack gefunden haben. Wofür war denn der nochmal gut? Ist eine gute Frage. 62 haben wir jetzt schon. Von diesen schönen Triforce-Teilen. Wow. Hier einmal runter. Hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Schrotflinte ist auch nicht schlecht. So, dies hier sind die blauen. Die geben uns, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, immer 10 Gesundheit zurück. Allerdings dürfen wir nicht höher sein als 100 vom Leben. Also die heilen einen immer nur bis 100 auf. Aber die sehen doch richtig schön aus, oder? Ich finde diese Lebenssymbole in solchen Spielen echt schön immer gestaltet. Oh, Schachtel Schrotflintenmunition. 30 Schuss. Haben wir jetzt. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Und dann sammeln wir hier mal weiter ein. Boah! Wie das noch einer? Ich hoffe, der sieht mich nicht. Den will ich nicht triggern. Magazin. So. Jetzt muss ich natürlich erstmal irgendwo... Hä? Ich höre doch gerade wieder das Portal. Ist hier wieder eins aufgegangen? Gucken wir mal eben. Na, guck mal an. Jetzt sind wir nämlich schon im zweiten Level. Bei den silbernen Herzen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, können wir bis Leben 200 hochgehen. Das ist halt das Schöne bei diesen silbernen Herzen. Oh Gott. Wow. Na, das hat mich erstmal schön erwischt. Hör auf! Alter. Ich bin total schlecht. Egal. Wir haben genug Leben hier. Dann dürfte das ja eigentlich gehen. 130, 132, 134. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier gibt es auch noch ein paar. 138. Jetzt haben wir schon
88 Triforce. So, 140. Boah, beinahe abgestürzt. Boah, war das knapp. Dann haben wir hier noch 2 Lebenspunkte. Also wir haben 144, wir haben 93 Triforce und Ultraleben. Also Ultragesundheit. 244 Leben haben wir jetzt. Alter! Das ist ja voll gut. Glaube ich zumindest, dass es voll gut ist. Aber wahrscheinlich verlieren wir die eh innerhalb von ein paar Sekunden. So wie ich mich kenne. Ich nehme mal die Schrotflinte raus. Oh je. Ich gehe mal hier hoch. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wofür der Rucksack ist. Ich glaube, man kann immer nur, wenn man den Rucksack nicht hat, nur 30 Patronen aufsammeln für die Schrotflinte. Und jetzt sind das um einiges mehr. Oh Mist. Das hat ja gut funktioniert. Hilfe. Wo ist er? Ah, da ist er ja. Oh, oh, was? Schön. Wenn ich jetzt da nochmal reingehe in das Portal, kommen wir an einer Stelle raus, wo wir schon mal waren. So, Wildschwein. Glaube. An den Tod? Das hat mir nur ein so ein Teil gegeben? Okay. So. Hüpfala! Okay, 40 Schuss kann ich haben. Ist jetzt nicht gerade viel mehr. Oder waren das 25 Schuss, die ich vorher haben durfte? Oder 20? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. So, da hinten. Da sind die Fetti. Ich nenne sie mal Fetti. Ich weiß nicht. Nee, das sind nicht die Fetten. Das sind einfach nur Raptoren. Und ich drücke irgendwie immer die Maustaste. Ich weiß nicht, wie laut die ist. Aber sie dürfte ein bisschen lauter sein in diesem Spiel. Oh, oh. Boah, der hat Maschinengewehr. Ich hätte ja eigentlich mal mit der Schrot ballern können. Hätte ich hier 3 Patronen wieder gekriegt. Aber nein, Terra nimmt die ja nie. Gut, das war ein Portal, wie man unschwer kann. Huiuiui. Stirb! Ich glaube, ich gehe mal eben zurück, oder ist das eine schlechte Idee? Es ist eine schlechte Idee. Hupsi! Okay, es ist wieder nur einer gekommen. Dann geht's ja noch. Aua! Okay. Gab's da unten irgendwas? Ich spring mal kurz runter. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Gibt's hier unten was? Okay. Ein blaues Lebenszeichen. Aber sonst nichts. Das ist ja schon mal schön. Ah, was ich euch vor allen Dingen auch nicht vorenthalten möchte, ist diese schmucke Karte. So sah die Karte von Turok 1 aus. Und die wurde tatsächlich auch in den zweiten Teil übernommen. So viel kann ich schon mal verraten. Die sieht nämlich ähnlich aus. Oder genauso, besser gesagt. Kratz ab! Boah. Ich mach's jetzt aber erstmal wieder aus. Die benutze ich eigentlich nur, wenn ich mal nicht weiß, wo es weitergeht. Ja, und ich bin Terra oder so ähnlich. Ich bin Terra die Wurstfee. So, so, dann haben wir das. Kontrollpunkt. Okay. Okay. Da geht's also tiefer hinunter. Hüpsa. Dann klettern wir mal hoch. Mal sehen, ob wir da irgendwas bekommen. Wir haben jetzt jedenfalls 3 Leben. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe nicht, dass wir sie alle brauchen werden. Oh, das ist ja schick. Tech-Bogen, also Tech-Pfeil. Oh, nein, das ist der Fette! Oh Mann! Oh. Alter, wie verhält der... Wie verhält der aus? Oh. 5 verkackte Pfeile! 5 verkackte Tech-Bogen-Pfeile! Ernsthaft? Alter! Hilfe! Hilf die Wand. Naja, es ist der Hardcore-Modus. Was erwartest du, Terra? Da ist das Spiel nun mal schwer. Ja, ja. Ich bin echt gespannt, ob ich an manchen Stellen verzweifeln werde. Mal gucken. Ha! Da kommt ja einer. Halleluja. Der kam jetzt aber unerwartet. Ach ja. Und wieder ein Raptor. Nein. Schlag doch mit deiner Flinte zu. So, erstmal die ganzen Magazine aufsammeln. Gibt's hier nicht noch irgendwas?
Ich hätte gerne mehr Munition, bin ich ja ganz ehrlich. Aber wer hätte nicht gerne mehr Munition? Na, gucke an. Schönen Tod wünsche ich. Wo bin ich hier? Ich erinnere mich. So, erstmal abballern. So, und... Und... Ich will mal kurz hier hin, weil hier gibt es nämlich Munition. Und 30 Pfeile. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt werdet ihr erstmal sehen, möchtest du dein Spiel speichern? Ja. Und hier sieht man, ich habe das Spiel schon mal kurz, ich sag mal, vorher gespielt, mal kurz angetestet. Und da bin ich bis hierher gekommen. Ne? Und dann habe ich aufgehört, weil es lief. Ja, oh Gott, weg hier. Oh, was ist das denn? Lava? Oh, oh. Ich hab's doch wieder gehört hinter mir. Mann, lasst mich doch in Ruhe. 177 Leben nur noch. Bist du denn bekloppt? Weißt du, ich habe 200 und sonst was gehabt. Jetzt nur noch 177. Ich bin echt gut in diesem Spiel. Ich merke das schon. Okay, gehen wir mal ins Portal.